So, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie die Präsenz hier noch aufrechterhalten. Wir wollen das auch geistig wach gestalten. Der Titel regt geradezu dazu an, mit dem ich Sie jetzt als Moderator ein bisschen konfrontieren darf. Der Segen von Ungleichheit und Wettbewerb, jeder Mann als Unternehmer seines Lebens, Ausrufezeichen. Uff, da hält man erstmal die Luft an und sagt, das ist aber provokativ, ja. Der Segen ist eine religiöse Kategorie. Segen und Fluch, da liegt Segen auf dir, Segen komme über dich, gesegnet seist du und so weiter. Sie kennen diese religiösen Formeln. Das kann ja eigentlich auch nur jemand leisten, der über den Wassern steht. Der also überhaupt in der Lage ist, Segen zu verteilen oder dessen umgekehrt Fluch auch so etwas bewirken kann, was ein bisschen weiter ist als bei südamerikanischen Wunderheilern und ähnlichen Leuten, die wir aus James-Bond-Filmen kennen, die da Keile in Strohpuppen treiben und so weiter. Also der Segen, da kommen wir noch drauf und Gott sei Dank sind wir auch bewaffnet hier mit jemand, der was davon vom Fach her versteht. Das ist der Clemens Schneider, hier ganz außen, den ich herzlich begrüße. Clemens Schneider macht zusammen mit Frank Schäffler, den Sie vorhin gehört haben, den Think Tank Prometheus, Gedankenstrich. Und wie das hier so heute üblich ist, wird auch gleich nochmal mit dem entsprechenden Wort ein Ausrufezeichen gemacht, nämlich das Freiheitsinstitut, also nicht ein Freiheitsinstitut, Prometheus, das Freiheitsinstitut. Und der Prometheus, der hat ja auch das Feuer auf die Erde gebracht. Das war ein Think Tank an für sich, der die Menschheit den entscheidenden oder einen entscheidenden industriell produktiven und auch sonstigen zivilisatorischen Schritt weiter voran katapultiert hat. Den Clemens Schneider, den werden wir nachher noch fragen, was er sonst noch macht, außer dass er eben katholische Theologie studiert. Das kann man sogar hier in Berlin, der heidnischsten Stadt Europas, habe ich gehört, falsch? Ich promoviere nur in Berlin. Sie promovieren in Berlin. Und studieren muss man wo? Sie müssen immer die Taste drücken. Studieren tun Sie das wo? In München. In München. Hoffentlich ist es überall rüberkommt. Das mit dem Tastendrücken müssen wir nochmal üben. Oder wahrscheinlich muss ich erst aus der Taste rausgehen, damit er rein kann. Von Ungleichheit, also das zweite Substantiv in der Titelüberschrift. Da steckt natürlich auch eine ganze Menge drin. Wenn es Ungleichheit überhaupt gibt, gedankentechnisch, muss es Gleichheit zuvor auch schon gegeben haben. Woher kennen wir das? Natürlich auch aus dem, was darunter in der Zweizeile, jedermann ist seines Glückes Schmied, chacun a son façon, chacun a sa fortune, chacun a son Gustav und so weiter und so fort. Also alle diese Dinge, das können wir überlegen. Das kommt uns bekannt vor aus der französischen Aufklärung. Eine Maxime des aufgeklärten Absolutismus auch in Europa. Also da gibt es natürlich auch Fraternité, Egalité, Liberté oder Liberté, Fraternité, Egalité. Da haben wir sie wieder. Die Gleichheit und die Ungleichheit. Und Wettbewerb. Hier ist das also mit dem Kopla-Begriff und verbunden und dann kommt dahinter der Wettbewerb. Wetten kennen wir, Tarifverträge sind Wetten, nämlich auf die Zukunft. Sowas veranstaltet gerade Lufthansa und die Bahn. Die wetten also, welches Sozialsystem es länger aushält. Keiner weiß ja, wie das morgen weitergeht. Sind immer Wetten auf die Zukunft aus Erfahrungen der Vergangenheit. Und genau das ist dann auch in der nächsten Zeile. Jeder Mann, Sie würden reklamieren zu meiner linken Frau, Doktor seit Montag, herzlichen Glückwunsch, ist sie mit ihrer Dissertation durch. Schulze Heuling ist eine jeder Frau und kein jeder Mann. Das wäre also ein gewisser Protest, den können Sie dann gleich zu der Titelüberschrift noch anbringen. Als Unternehmer wieder nur das Männliche dabei bedacht, also nicht Gender Mainstream-mäßig die Formulierung, als jeder Mann. Als Unternehmer, das ist jetzt die ökonomische Kategorie. Der Segen liegt auf dem Unternehmer. In der Tat gibt es ja im Neuen Testament eine ganze Menge Parabeln und Bilder, die Jesus Christus benutzt, wo Unternehmer, Verwalter, der Gutsherr, sie erinnern sich auch mit den Tagelöhnern, der Herr des Weinbergs und so weiter, die Leute einsetzt, dann differenziert bezahlt, darüber gibt es dann Streit und dann ist auch die Frage, die, glaube ich, in dem Evangelium dieser Tage eine Rolle spielte, diese Fangfrage an Christus,
wem soll man eigentlich Steuern zahlen? Wie ist das da mit den Steuern und dem römischen Imperium als Besatzungsmacht hier in Palästina? Wir kennen das mit dieser Münze, also Bitcoins. Was zeigen die auf der Rückseite? Ach, das Bild des Kaisers, dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also jeder Mann, jeder Frau als Unternehmer, man unternimmt etwas seines Lebens. Und jetzt dann wieder die Überraschung seines Lebens und nicht irgendwie seiner Firma oder seiner wirtschaftlichen Prosperität. Das ist offenbar hier im Begriff weiter gemeint. Weiter gemeint kann auch heißen, ein Unternehmer, der also selbstständig ist. Hier ist ja ganz viel von Freiheit heute die Rede gewesen. Jetzt könnte man das Ganze auch wieder soziologisch durchdenken in der Diskussion. Es heißt ja, unter den Sozialwissenschaftlern allenfalls 7% der Menschheit, der Bevölkerung, seien vom Naturell her Führungspersönlichkeiten. Da reden wir noch gar nicht über Charisma. Also Menschen, die eigenständig und vor allen Dingen risikobehaftet Neues, grundsätzlich auch Neues in ihrem Leben gestalten, anpacken wollen und dafür auch die Konsequenzen, sprich die Haftung, übernehmen. Okay, damit würde dann, lange Rede, kurzer Sinn, ein bisschen im Sprachabfall, in der Sprache abfallend, aber auch ganz witzig, was Helmut Kohl so heute im Handelsblatt highlightet, das haben die rausgeholt aus diesen Veröffentlichten, also die deutschen Manager, das sei eine Freizeitgesellschaft, die freitags mit Privatfliegern zum Golfen in Marbella einfällt und sonst auch nichts Richtiges mehr auf die Reihe bringt. Und die vermeintliche Elite der Deutschen Bank baue eine Scheiße nach der anderen. Wir werden versuchen, über diesem Niveau sprachlich hier durchzukommen und uns konzentrieren auf diesen Titel, auf diese Themen. Und dazu, nachdem Frau Dr. Plaschke, die ich hier nochmal begrüße, Zahnärztin Schmalkalden, Thüringen, selbstständig, unternehmerisch tätig, Arztpraxis gegründet für ihre Patienten. Sie haben vorhin ausgeführt, wie schwierig das ist für einen freien Beruf, der auch unternehmerisch in der Haftung steht, für die Ausstattung der Praxis, für die Mitarbeiter und so weiter, sich heutzutage noch im Sozialsystem zu bewähren. Von der Frau Dr. Plaschke hatten wir vor der Pause direkt schon das Statement gehört. Das liegt im Übrigen auch nochmal gedruckt außen aus und wir werden auch noch in der Diskussion darauf eingehen. Der letzte, den ich noch erwähne und der dann auch beginnen darf, seine Thesen mal vorzustellen zu dem ganzen Thema, ist auch wieder ein Multitalent hier oben. Der unternimmt also alles Mögliche in seinem Leben. Muss man hier aufschreiben, damit ich nichts vergesse. Mathematiker, das konnte ich auch mal, aber ja, mit damals noch möglichen Tricks, eine 2 im Abitur gemacht, wissen tue ich darüber wenig. Ich könnte gerade mal noch einen Taschenrechner bedienen. Aber noch dazu ist er Ökonom, also vom Fach. Und Unternehmer ist er auch schon geworden. Ich vermute mal in der IT-Branche oder benachbartes, ja. Ja, ich habe tatsächlich begonnen mit Internetmarketing, das ist die IT-Branche, und dann Konzepte aus dem Marketing auch in die Offline-Welt übertragen. Wir nutzen also Konzepte, Einsichten aus der Mathematik, quantitative Methoden und Einsichten aus der Psychologie, verhaltensökonomische Erkenntnisse, um den Ertrag und den Erfolg von Direktmarketing zu steigern. Und einen, jetzt müssen Sie wieder ausdrücken, damit ich wieder reinkomme. Das geht immer zweimal, genau, wie beim Politbüro, ist immer nur einer am Ruder. Also, und einen pädagogischen Trieb hat er auch noch, denn er beschäftigt andere mit seinen Ideen, unter anderem mit der Sommerakademie Die Woche der Freiheit, im liberalen Aufbruch engagiert, also unser Multitalent. Ich schlage vor, wir steigen ein, ich habe lange genug geredet, Sie legen mal los, was für Thesen. Jetzt kommt aber gleich schon wieder das Handicap, wenn Sie es schaffen, unter 5 Minuten zu bleiben, dann gibt es einen Gummipunkt, also ein Fleißkärtchen für Unternehmer, einen Bitcoin. Ja, vielen Dank, Herr Schütze. Ich habe mir ein paar Thesen zum Unternehmertum und zum Wettbewerb überlegt. Die beiden Konzepte hängen ja eng zusammen. Die erste These: Wettbewerb ist ein geniales Entdeckungs-, Entmachtungs- und Entlastungsinstrument. Wir kennen die Begriffe Entdeckungsinstrument ja von Hayek. Unternehmer im Wettbewerb am Markt suchen nach neuen Lösungen und tragen auch dazu bei, Informationen zu verarbeiten. Information ist dezentral, sie ist nicht in den Händen eines Zentralplaners, sondern sie ist weit verstreut und Unternehmer, Marktakteure tragen dazu bei, sie zu verarbeiten. Das ist das Entdeckungsinstrument und Märkte erleichtern diese Art von Wissensteilung. Außerdem ist Wettbewerb ein Entmachtungsinstrument. Das ist eine Einsicht von den Ordoliberalen um Walter Eucken.
je mehr Unternehmer oder wenn viele Unternehmer im Wettbewerb stehen, dann hat nicht einer alle Macht und es hat insbesondere auch nicht eine zentralplanerische Behörde die Macht. Also Märkte können Machtteilung begünstigen. Außerdem ist Wettbewerb ein Entlastungsinstrument. Je mehr Unternehmer in Wettbewerb treten und sich überlegen, wie sie den Konsumenten dienen können, sie sind ja in einer dienenden Funktion, desto mehr werden die Konsumenten entlastet. Ich muss nicht selbst mein Bier brauen oder ich muss nicht selbst meinen Computer herstellen. Das machen Unternehmer im Wettbewerb. Das ist die Arbeitsteilung, von der Adam Smith so schön spricht. Also Entdeckungs-, Entmachtungs- und Entlastungsinstrument. Die zweite These: Wettbewerb braucht Regeln und Regeln brauchen Wettbewerb. Eine Einsicht von Walter Eucken und den Ordoliberalen ist, wir wollen einen Ordnungsrahmen, in dem die Unternehmer in den Wettbewerb treten können. Das sind also Regeln für den Wettbewerb. Nun können zum Beispiel Public-Choice-Ökonomen um James Buchanan kommen und fragen, ja, aber ist der Staat überhaupt in der Lage, die richtigen Regeln festzulegen? Dem Staat mangelt es ja an den 3 I, an den richtigen Intentionen, den richtigen Informationen und den richtigen Instrumenten. Und eine Antwort ist, wir können die Regeln selbst dem Wettbewerb aussetzen. Also wir wollen nicht nur ein Regeln für den Wettbewerb, sondern auch Wettbewerb der Regeln. Und Hayek hat das sehr schön gesagt, Regeln unterliegen der kulturellen Evolution. Also sie unterliegen selbst dem Wettbewerb. Sie entstehen emergent, sie sind Produkt spontaner Ordnung. Es gibt nicht einen Zentralplaner, der sie ein für alle Mal festlegt, sondern sie sind zwar Resultat menschlichen Handelns, nicht aber menschlichen Designs. Die Regeln, die werden nicht erfunden, sondern sie werden gefunden. Und wie könnte ein solcher Regelwettbewerb aussehen? Nun, Hayek hat das Common Law sehr gefallen im Gegensatz zum kodifizierten Recht, wo ein paar Zentralplaner das Recht sozusagen designen. Polyzentrisches Recht, also nicht nur der Staat als einzige Rechtsquelle, sondern viele Akteure, die Recht schaffen. Kirchen können das sein, es können private Unternehmer sein, die Verträge schließen, es können auch private Rechtsanbieter sein, die in den Wettbewerb treten. Wir haben also Wettbewerb nicht nur auf der Ebene der Unternehmer, sondern auch auf der Ebene des Rechts selbst und auf der Ebene der Institutionen. Und wir wollen natürlich möglichst viel Wettbewerb von Regionen haben, möglichst viele kleine Regionen, die versuchen können, die richtigen Regeln, die besten Regeln zu finden. Und hätte Deutschland denselben Dezentralisierungsgrad wie die Schweiz, dann gäbe es in Deutschland 257 Bundesländer und wir hätten mehr Wettbewerb und wir würden vielleicht bessere Regeln finden, als wir es zurzeit tun. Die dritte These: Zwischen Wettbewerb und Vertragsfreiheit kann es zu einem Zielkonflikt kommen, den Unternehmer auf segensreiche Weise auflösen können. Klar, Liberale wollen möglichst viel Wettbewerb und sie wollen möglichst viel Vertragsfreiheit, aber es gibt einige seltene Konstellationen, wo es da einen Clash geben kann. Nehmen wir ein Beispiel. Bei unbeschränkter Vertragsfreiheit sind Kartellverträge ja möglich. Und diese können den Wettbewerb einschränken. Also wir müssen uns in bestimmten Konstellationen entscheiden zwischen Wettbewerb und Vertragsfreiheit. Und einige sagen, ja, Kartelle, die sind per se illegitim. Wir haben vorhin im Vortrag über Vertragsfreiheit gehört, das muss nicht unbedingt sein. Einige sagen auch, sie sind per se schädlich. Aber wir können uns fragen, sind Kartelle eigentlich immer schädlich? Kartelle bedeuten ja Kooperation zwischen Unternehmern im Wettbewerb. Mit Kartellen können Unternehmer dazu beitragen, Koordinationsversagen, das auftreten kann, selbst zu überwinden mit kreativen Lösungen. Ja, wir haben bestimmte Formen von Wettbewerb, die Ressourcen verschlingen können, wo alle versuchen, sich zu überbieten, der sogenannte Signalwettbewerb oder Perzentilenwettbewerb. Und da können Absprachen zwischen Unternehmern, Fairnessregeln zwischen konkurrierenden Firmen durchaus segensreich sein. Unternehmen können auch ihren Warentransport koordinieren, Kosten sparen, Netzwerkeffekte nutzen. Das hilft auch den Konsumenten. Zum Wettbewerb gehört auch Wettbewerb darum, wie groß eigentlich die Firma sein soll und wie groß das Kartell sein soll. Nach Ronald Coase versuchen ja Firmen zwischen den externen Transaktionskosten und den internen Transaktionskosten irgendwie eine Balance zu finden. Also wir haben nicht den atomistischen Wettbewerb, sondern wir haben eher auch einen coaseanischen Wettbewerb um die beste Firmengröße. Und Wettbewerb kann sogar einige sagen, ja, was ist, wenn denn nur ein einziger Anbieter übrig bleibt im Wettbewerb? Und das ist eine schöne Einsicht von Coase. Selbst dann kann Wettbewerb herrschen, nämlich Wettbewerb zwischen dem Unternehmen, dem Anbieter und seinem zukünftigen Selbst. Denn Konsumenten haben ja die Möglichkeit, ihren Konsum zu verschieben. Und das ist eine sehr, sehr subtile Form von Wettbewerb, die oft übersehen wird. Ja, jetzt kommen wir zum Unternehmertum. Und das ist die vierte These. Das Zusammenspiel von subversiven Unternehmern und stabilisierenden Unternehmern schafft eine feine Balance aus Gleichgewicht und Nichtgleichgewicht. Das ist immer die Frage, wie wirken eigentlich Unternehmer auf den Markt? Stabilisieren sie ihn eher oder sind sie eher eine subversive Kraft? Und hier haben wir verschiedene Unternehmerbegriffe. Und schauen wir uns den von Josef Schumpeter an. Josef Schumpeter, seine Einsicht war, der Unternehmer ist ein schöpferischer Zerstörer. Der Unternehmer, er stößt das System aus dem Gleichgewicht raus ins Nichtgleichgewicht. Der Unternehmer ist bei Schumpeter eine subversive Kraft. Aber es gibt auch einen anderen Unternehmerbegriff, das ist der von Israel Kirzner.
Der Unternehmer ist eine Decker und Arbitrageur. Er versucht dort, wo ein Produkt auch für einen geringeren Preis zu kaufen ist, kauft er es und verkauft es dann für einen höheren. Und das führt zu einer Stabilisierung, das führt dazu, dass sich die Preise angleichen. Das ist die Idee des Arbitragehandels. Und hier ist der Unternehmer eine stabilisierende Kraft. Wir haben also die Idee der Unternehmer als subversive Kraft und als stabilisierende Kraft. Und wie können wir das zusammenbringen? Nun, eine Möglichkeit ist zu sagen, wir haben einfach verschiedene Arten von Unternehmern. Der schumpeterische Unternehmer ist eher ein Innovator, der kürzlerische Unternehmer ist eher ein Vermarkter. Also wer Marketing betreibt, ist im Prinzip ein kürzlerischer Unternehmer. Es gibt auch eine Möglichkeit über die Spieltheorie. Und wunderbar, letzte Woche gab es ja einen Nobelpreis für Jean Tirole, ein sehr bedeutender Mathematikökonom, Spieltheoretiker. Also vieles, über das wir hier reden, könnte auch ein Jean Tirole mit mathematischen Modellen auch unterfüttern und die Diskussion bereichern. Also in der Spieltheorie, wir können sagen, der kürzlerische Unternehmer ist ein Spieler, er nimmt am Spiel selbst teil. Und der schumpeterische Unternehmer ist ein Metaspieler, er beeinflusst die Regeln des Spiels, er beeinflusst, welche Optionen überhaupt im Spiel herrschen. Und die dritte Art, die These und Antithese zur Synthese zu verbinden, ist aus der Systemtheorie. Wir kennen Systeme wie das Leben zum Beispiel. Warum leben wir überhaupt? Wir leben, weil wir in einer feinen Balance sind zwischen Gleichgewicht und Nichtgleichgewicht. Wären wir im kompletten Gleichgewicht, im thermodynamischen Gleichgewicht, wären wir alle tot. Wären wir im kompletten Nichtgleichgewicht, wären wir auch alle tot. Also wir brauchen diese feine Balance und das brauchen wir auch am Markt und Unternehmer erreichen das. Wenn das System zu stark zum Gleichgewicht konvergiert ist, dann kommt ein schumpeterscher Unternehmer, stößt es wieder aus dem Gleichgewicht heraus ins Nichtgleichgewicht und wenn es zu weit weg ist, können wieder kürzlerische Unternehmer kommen als Arbitrageure, können das ausnutzen, das System wieder zurückführen und so dieses Zusammenspiel von kürzlerischen Unternehmern als stabilisierende Kraft und schumpeterschen Unternehmern als subversive Kraft können also den Markt zu einem in diese feine Balance zwischen Gleichgewicht und Nichtgleichgewicht bringen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt. Ja, jetzt sind wir schon mitten in die Details und ganz tief ins Dickicht auch der ökonomischen und philosophisch-ökonomischen Dschungel und Details hinein. Ich habe mal eine banale Frage, so einfach denken, sage, schenken, eher auf diesem Niveau angesiedelt. Dieser Wettbewerb der Regionen und der Wettbewerb der Regeln, da würde ich dann als etatistischer Politiker sagen, ja, das habe ich verstanden. Sie machen das, was Irland und Holland versuchen in der Europäischen Union. Ich mache ein Steuerdumping, Steuer runter. Und wenn gleichzeitig die Unternehmer Kartelle bilden dürfen, Preise rauf. Die verknappen dann künstlich wie die OPEC das Öl. Im Augenblick tun sie es aus anderen Gründen nicht, weil sie dringend an Geld ran müssen. Kurzfristig Liquidität beschaffen. Also Preise hoch oder runter, ganz wie das Kartell das will. Und beim Staat, den zwinge ich dann im Wettbewerb der Regeln Steuern runter. Ist das eine Systematik, mit der Sie klarkommen würden in Ihrer Betrachtung und würden sagen, genau so muss es sein? Ja, Wettbewerb zwischen Regionen kann durchaus dazu führen, dass die Steuern sinken und das ist segensreich. Ich denke, viele hier im Raum werden auch zustimmen, die Steuern sind insgesamt zu hoch. Es wäre gut, wenn die etwas niedriger wären. Also möglichst viel regionaler Wettbewerb. Die werden aber nicht auf Null fallen, die Steuern, denn es gibt bestimmte öffentliche Güter und so weiter. Man kann darüber streiten, wie wir den Begriff definieren, die Wähler in den jeweiligen Ländern auch präferieren und auch nachfragen. Also die Steuern werden nicht ganz auf Null fallen, aber sie werden niedriger sein als heute. Setzt aber dann voraus, dass die braven anderen wie die preußischen Etatisten hingehen und die irischen Banken retten. Ja, würden wir uns an die No-Bailout-Regel halten, würden wir die Banken nicht retten und die Frage ist, wie können wir Politiker dazu zwingen, sich an bestimmte Regeln zu halten, indem wir sie möglichst viel Wettbewerb zulassen, auch zwischen verschiedenen Regionen. So, jetzt haben Sie alle auch schon viel Stoff bekommen. Wir werden noch ein bisschen weiter hier oben sammeln. Machen sich gerne auch Notizen, dass wir nachher in ein lebendiges Gespräch kommen, auch über diese fast schon Systemtheorien. Ich habe noch eine Frage zu den Kartellen mit diesem Tipp. Europa, USA, da schaffen wir ja gerade so eine neue Landschaft von Binnenwettbewerb, aber einer gewissen Abschottung nach außen, oder? Ja, im Idealfall hätten wir weltweit eine weltweite Freihandelszone, in der alle 197 Länder oder wie viele es gibt, teilnehmen. Das erreichen wir nicht über Nacht und insofern trage ich jeden Schritt mit, der dazu führt, dass wir mehr Freihandel haben. Also würde ich ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union begrüßen.
Okay, und an der Stelle tun sich natürlich eine ganze Menge sozialpolitischer Fragen auf, auch mit der Gleichheit und Ungleichheit. Einfach in den Raum gestellt, in der letzten Woche hat der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller das Textilbündnis vorgestellt, also das gerade darauf hinausgehen soll, wenn wir alle bereit wären, mindestens 1 Euro mehr pro Textilie zu bezahlen, könnten wir den Mindestlohn in Bangladesch von 25 Euro im Monat glatt verdoppeln auf 50 Euro. Wir könnten die Arbeitszeit für 11-jährige Kinder streichen und erst mit 16 oder 15 die losarbeiten lassen. Und wir könnten die Wochenarbeitszeit von 7 Tagen auf 6 Tage schrumpfen lassen und so weiter und so fort. Alles Sachen, die wir noch diskutieren können. Ich schlage mal direkt den Bogen zu der Frau Dr. Plaschke nach drüben. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen. Sie sind seit 1 Jahr und 10 Tagen jetzt die Vorsitzende des Verbandes, Freien Verbandes der Zahnärzte Deutschlands. Warum haben Sie sich zur Chefin einer Gewerkschaft wählen lassen? Ja, also definitiv verstehen wir uns nicht als Gewerkschaft. Also die Ziele des Freien Verbandes habe ich ja vorhin genannt. Und das Grundanliegen und den Werdegang des Verbandes, wie er entstanden ist und wie er sich versteht, denke ich auch ganz klar dargestellt. Selbstverständlich schlagen auch wir uns mit dem Problem herum, dass man sich Freiheit auch trauen muss, dass es eine Chance ist, aber natürlich auch ein Risiko. Und ich denke, wir alle hier im Raum und sind dafür verantwortlich, wie unsere junge Generation auch unsere Schuhe weitertragen wird. Und in dieser Sache stellt sich der Freie Verband ganz klar eindeutig für die Freiberuflichkeit hin und setzt sich dafür ein und versucht die jungen Leute auch stark zu machen, diesen Weg gehen zu können und die Rahmenbedingungen mit den Politikern zu diskutieren und auszuhandeln. Mhm. Noch eine Nachfrage. In Niedersachsen vor ein paar Jahren haben die Zahnärzte mal gesagt, jetzt streiken wir, dann schauen wir mal, ob wir die kassenzahnärztlichen Vereinigungen beziehungsweise mittelbar über die kassenzahnärztliche Vereinigung mit den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht zu einem Vertragsverhältnis kommen, was uns mehr Luft gibt, also natürlich auch mehr Honorar ermöglicht und so weiter. Das wird ja alles gesetzlich festgeschrieben. Das Ergebnis war, dass die Ursula von der Leyen, damals Sozialministerin von Niedersachsen, sich sofort überlegt hat, erstens hole ich in Omnibus eine holländische Ärzte rein, dann eröffnen wir mal einen Markt mit Wettbewerb und zweitens setze ich in die Kassenzahnärztliche Vereinigung einen Staatskommissar rein. Ich habe ja Rechtsaufsicht und dann gucken wir mal, dass die hier nicht streiken, sondern die existenzielle Grundversorgung entsprechend dem Gesetz weiter gewährleisten. Das gehört ja zum Gewährleistungsauftrag dazu, weil sie bei allen Arten von kassenärztlichen Vereinigungen, also auch bei den Zahnärzten. Was sagen Sie dazu? Ja, da kann man mal sehen, wie weit ein Staat verkommt, der sich demokratisch nennt. Also ich muss ehrlich sagen, ich war schon recht sprachlos als ehemaliger DDR-Bürger. War ich natürlich nur in jungen Jahren, aber ich kann das durchaus reflektieren und es entsetzt mich, in welche Richtung dieses Gesundheitssystem tendiert und das seit Jahren. Und das ist auch völlig uninteressant, welche Partei und welche Couleur das hat. Sondern das scheint ausgemachte Sache zu sein, dass man in sozialistische Strukturen, zentralistische Strukturen reinrudert und diese auch etablieren möchte, koste es, was es wolle. Es zeigt aber auch, wie wichtig so ein Verband ist wie der Freie Verband Deutscher Zahnärzte, der sich für die freiheitliche Berufsausübung stark macht und natürlich auch zu den Kollegen steht. Und wir reden ja nicht nur, wir haben auch gewisse Möglichkeiten. Es wurde auch über finanzielle Mittel hier gesprochen, um seine Interessen durchzusetzen. Und die Masse der Zahnärzte, die wir versuchen, hinter uns zu bündeln, soll genau das verhindern, was da passiert ist, dass man eben eine kleine Gruppe an die Wand drängt. Übrigens kam auch ein Bus aus Polen, der dann mitgespielt hat. Und das sind Dinge, für die man so nicht im Raum stehen lassen kann. Also wir sind als Verband vielleicht, das ist das Interessante, seit letztem Jahr wieder richtig massiv am Wachsen.
Ich habe es also geschafft, von einem Minus von 11% auf ein Plus von 4% zu kommen. Wir haben also allein im letzten Jahr seit meiner Wahl 500 neue junge Mitglieder gewonnen. Wir sind jetzt so stark wie schon lange nicht mehr bei 18.600 Zahnärzten. Das ist so ungefähr 35% der Zahnärzte in Deutschland. Und wir gedenken natürlich weiter zu wachsen und unsere Ideen dann auch nach draußen zu bringen. Ja, herzlichen Dank. Frau Dr. frisch gebacken Dagmar Schulze-Heuling. Die Frau Dr. Blaschke hat gerade erwähnt, woher sie historisch stammt und woher auch ihr Freiheitswille stammt, aus dem Erleben des SED-Regimes. Sie haben sich unter anderem an der Freien Universität Berlin gerade mit dem SED-Staat beschäftigt. Wir haben jetzt zwei Unternehmer gehört, die beide in der freien Wildbahn selbstständig ihr Leben in die Hand nehmen. Jede Frau, jeder Mann ist seines Lebens Unternehmer, Unternehmerin. Wie sehen Sie das denn als Politikwissenschaftlerin mit dem Thema Gleichheit? Brauchen wir nicht ein Mindestmaß an Gleichheit, damit das, was die, wie sagt man so schön heutzutage, es gibt eine Partei in Deutschland, die sagt immer die Altparteien, was immer damit gemeint ist, wahrscheinlich die, die schon länger als 10 Jahre auf dem Buckel haben, damit also die berühmten traditionellen Parteien ihren Spruch von es kommt auf den Zusammenhalt der Gesellschaft an, damit das noch gewährleistet ist. Ja, wenn das irgendjemand behauptet, dass wir mehr Gleichheit brauchen, dann würde ich doch gerne mal die Gründe dafür kennen. Denn erstmal sind Gleichheit, das gilt für Ungleichheit natürlich genauso, ist das nichts anderes als eine Relation. Ich kann sagen, das eine Ei gleicht dem anderen oder Unterschiede feststellen zwischen irgendwelchen Dingen oder Menschen oder Verhältnissen oder Gesellschaften. Damit ist aber erstmal noch keine Wertung verbunden. Jetzt gleiche Dinge für besser zu halten als ungleiche Dinge, das kann man aus der Gleichheit selbst nicht rechtfertigen. Man kann auch ungleiche Verhältnisse nicht per se für besser erklären als gleiche Verhältnisse. Dazu muss man auf andere Werte zurückgreifen. Auf dem Thesenpapier habe ich 3 Punkte aufgelistet, die meines Erachtens dafür sprechen, die natürliche Ungleichheit, die einfach zwischen Menschen da ist, es gibt keine 2 gleichen Individuen auf dieser Welt, zu respektieren und eben nicht krampfhaft zu versuchen, unter Missachtung aller Menschenrechte und auch des letzten bisschens Freiheit hier auf Teufel komm raus uns alle in eine einzige Form zu pressen. Sondern ich glaube, dass eben Ungleichheit sehr viele Vorteile hat, dass sie also abgeleitet von diesen anderen Werten und Vorteilen der Gleichheit, jedenfalls wenn man von Menschen spricht und menschlichen Gesellschaften, vorzuziehen ist. Der wichtigste, größte, stärkste Grund für mich ist natürlich, dass Freiheit einfach nicht denkbar ist, wenn man alle Menschen über einen Kamm scheren möchte und alle möglichst gleichförmig haben möchte. Das liegt, glaube ich, auf der Hand und trifft hier im Raum glücklicherweise mal ausnahmsweise nicht auf Widerspruch. Es gibt allerdings auch ganz handfeste, pragmatische Vorteile, nämlich Wohlstand oder das individuelle Glück. Das muss ich jetzt auch nicht unter Rückgriff auf wissenschaftliche Expertise als DDR-Forscherin begründen, dass der Sozialismus jetzt nicht gerade die blühenden Landschaften hervorgebracht hat, die sich viele von ihm versprochen haben. Wir hatten heute schon mal das Thema Neid. Auch beim Neid ist es so, dass der in relativ ähnlichen Gesellschaften oder Gesellschaften, in denen Ungleichheiten verpönt sind und unter der Decke gehalten werden, dass die DDR so gleich war, ist ein Mythos. Die Vermögensverteilung war auch nicht anders als im Westen. Man hat nur nicht so gern darüber gesprochen. Der Neid entzündet sich meistens nicht daran, dass es Menschen gibt wie Bill Gates oder Steffi Graf oder Menschen, die irgendwas besonders toll können, besonders reich sind oder viel Glück im Leben hatten. Der entzündet sich meistens an den kleinen Unterschieden. Und je ähnlicher Gesellschaften werden, je weniger Unterschiede, je weniger Raum für Individualität es gibt, desto wichtiger werden diese kleinen Unterschiede und desto mehr ärgern die Menschen sich darüber. Also, dass die Kinder der Nachbarin irgendwie so ein bisschen besser geraten sind und in der Schule ein bisschen erfolgreicher sind oder die Blumen blühen schöner oder die verdienen ein bisschen mehr, haben ein etwas größeres Auto. Das sind die Dinge, die erstaunlich viele Menschen unglücklich machen.
Das heißt, je mehr Vielfalt, je mehr, je größer die Spannbreite ist, je mehr Raum für die eigenen Präferenzen, desto insgesamt entspannter ist dieses Ungleichheitsthema. Und dann gibt es natürlich, gerade im Rückgriff auf Hayek, nicht zu vergessen noch das formale Argument, dass wir einfach nicht wissen, was letztlich richtig ist und gut ist und was die Zukunft uns bringen wird. Deswegen kann man auf diese Unwissenheit auch einfach nicht gründen, irgendein Egalisierungsprogramm. Das heißt also, auch aus ganz trockenen, formalen Gründen sollten wir uns darauf beschränken, die natürliche Ungleichheit der Menschen einfach zu respektieren. Jetzt würde ich gerne noch eingehen auf den Unterschied von Wettbewerb und Chancengleichheit. Denn das ist auch ein Punkt, der meines Erachtens in ganz vielen Diskussionen sehr verwischt wird. Beim Wettbewerb geht es ja gerade nicht darum, dass wir ein Glücksspiel haben. Bei Lotto oder Roulette ist es wichtig, das gehört zu den Spielregeln, dass alle Kugeln die gleichen Chancen haben, gezogen zu werden oder jedes Feld und die Würfel alle gleich sind und sowas. Das ist nicht Wettbewerb, das ist Glücksspiel. Die Rede vom Leveling the Playing Field, das hat mit Wettbewerb nichts zu tun. Wettbewerb ist, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten versuchen, bestimmte Dinge zu erreichen. Und dann wird sich eben durchsetzen, was besonders schlau ist, was besonders gut geeignet ist oder vielleicht auch einfach nur, wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und Glück hatte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es ja eine Situation ist, die eben nicht auf Gleichheit gründet, auf gleiche Spielregeln, auf Chancengleichheit, die sich eben wirtschaftlich so positiv für uns auswirkt, sondern einfach das Wahrnehmen von Vielfältigkeit und von unterschiedlichen Chancen. Ja, herzlichen Dank. Sie haben einen Begriff benutzt, eben den hat auch der Chefprediger in der Kirchengemeinde St. Ludwig vor 2 Wochen am Sonntag als Start für seine Predigt verwandt. Und er hat gesagt, ich habe die Woche über einen Unternehmer besucht, der hatte Geburtstag. Und dann erzählt er mir, ja, der Freund da hinten, mein ältester Freund, der hat mir ein Buch geschenkt zum Geburtstag. Ich habe schon alles, mir kann man nur noch jetzt schöne Sachen schenken, die was Immaterielles beinhalten, hat er auch. Also ein Buch und das steht da im Regal. Und dann sind da hingegangen, hat das Buch, und das hieß Der Neid. Und da sagt, warum hat er das geschenkt? Da hat er gesagt, damit wirst du dein Leben lang zu kämpfen haben. Also offenbar der was unternimmt im Leben. Sie sagten eben, der eine hat Glück, der andere hat es eben nicht, würde es aber gerne wollen. Das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit herstellen, das versuchen wir im Bildungssystem, das versuchen wir durch den Sozialstaat, manche sagen die Sozialstaatsindustrie, das versuchen wir natürlich auch moralisch und ethisch ein bisschen zu fundieren oder aufzuladen. Da haben wir hier den Experten Clemens Schneider, bald auch Doktor, dann fühle ich mich hier oben schon eingerudelt von Promovierten, ganz toll. Und bei Ihnen die Frage, der Mensch ist ja Person nach der westlich-abendländischen Sichtweise. Also es beinhaltet individuelle Züge, das beinhaltet auch Sozialnatur. Manche sagen dazu also kollektivistische Züge. Das hätte dann im Falle der Segen, unser erster Begriff aus dem Titel dieses Podiums, noch einen transzendenten Bezug, also diese dritte Komponente. Wie ist das da? Haben wir nicht die Verpflichtung, St. Martin-mäßig teilen, 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 so wie das ein Diktum der Sozialdemokratie ist, das Teilen schafft Brüderlichkeit, abzugeben und wer nicht will, dem auch ein bisschen wegzunehmen, sei es auch mal mit ein paar Zwangsmitteln, damit einigermaßen eine Ausgeglichenheit der Lebensverhältnisse hergestellt werden kann. Ja, das neue Buch von Herrn Piketty hat ja die Debatte da wieder schön angefeuert mit der Frage, wie es um die Gleichheit bestellt ist. Und wahrscheinlich gibt es im Raum nicht so viele Menschen, denen ich jetzt überzeugend klar machen muss, warum Ungleichheit sehr segensreich ist in Bezug auf die verschiedenen Talente, die Menschen mitbringen und die sie zu Kooperation anregen, in Bezug auf den natürlichen Wettbewerb, der durch den Neid ja auch entfacht wird. Die etwas historischer Gebildeten kriegen leichte Gänsehaut bei der Forderung nach Gleichheit, wenn sie
zurückblicken ins Frankreich der Jahre nach 1789, wo der Gleichheit gerne mal erkauft wurde um den Preis eines Kopfes. Aber die historisch Gebildeten wissen auch, dass es in der gleichen Zeit eine Revolution woanders auf dieser Welt gab, die etwas weniger brutal, blutrünstig und rücksichtslos war, nämlich die auf dem Boden der späteren Vereinigten Staaten. Und in diesem doch grundsätzlich ja eher freiheitsfreundlicheren Staat, im Gegensatz zum postrevolutionären Frankreich, stand eben auch in der Verfassung drin, all men are created equal. Und insofern würde ich sagen, dass Ungleichheit nicht immer nur ein Segen sein muss, sondern eben auch ein Fluch sein kann. Sie ist ein Segen da, wo sie das Potenzial von Menschen freisetzt, und sie ist ein Fluch dort, wo sie benutzt wird, um das Potenzial von Menschen einzuschränken. Und das passiert vor allem dort, wo man unter Einsatz von Zwang und Gewalt, meistens politischem, staatlichem Zwang, bestimmte Menschen, meistens Gruppen, als ungleich qualifiziert. Ich würde da unterscheiden zwischen der individuellen, segensreichen Ungleichheit und der kollektivistischen, fluchhaften Ungleichheit, die eben sagt, das sind beispielsweise Schwarze, das sind Frauen oder was auch immer, die bestimmte Menschengruppen heraussuchen und diese als weniger gleich, minderwertig bezeichnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das zu den Kernaufgaben auch von liberalen, von freiheitlich gesinnten Menschen gehört, gegen diese Formen der Zwangs- und kollektivistischen Ungleichheit sich einzusetzen, dagegen vorzugehen. Denn im Prinzip wird da eine Diskriminierung, die im persönlichen Bereich völlig legitim ist, oder man könnte mit Hayek sprechen oder mit Popper, in der kleinen Gruppe, in der Horde, im Stamm legitim ist, dass man manche Leute mag, manche weniger. Diese Form der Diskriminierung wird mit Hilfe von Gewalt, von staatlicher Macht zu einem kollektiven Ausschließen gemacht. Und das ist eben ein illegitimer Übersprung. Man kann im persönlichen Bereich diskriminieren, aber man kann nicht Macht und Zwang zu eigenen persönlichen Zwecken der Diskriminierung verwenden. Die Frage ist, was macht man dagegen? Und da glaube ich, dass wir sicherlich nicht in der Regel jedenfalls weiterkommen mit Gegenmaßnahmen durch staatlichen Zwang, wie beispielsweise Antidiskriminierungsgesetze, Quotenregelungen und andere Späße. Wobei man da vielleicht auch Situationen sich vorstellen kann, in denen die Ungleichheit so krass ist, dass ein staatlicher Eingriff limitiert vielleicht sogar notwendig sein muss. Ich hatte in meinem Paper, was ich auch eingereicht habe, das Beispiel Südafrika genannt. Das gleichzeitig ist Südafrika ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das auch schiefgehen kann. Denn da ist es quasi zu einem umgekehrten Apartheid geworden, dass eben Weiße da gar keine Chance mehr haben. Aber grundsätzlich sind staatliche Lösungen natürlich keine Option, die der Freiheit dienen wird. Und dadurch schafft man auch nicht weniger Ungleichheit, sondern nur neue Ungleichheit. Und die eigentliche Lösung dieses Problems ist aus meiner Sicht der soziale Wandel, der Wertewandel oder einfach der Fortschritt der Zivilisation hin in eine offene Gesellschaft. Das, was Karl Popper in seinem berühmten Buch geschrieben hat und das, was auch Hayek beispielsweise in seinem sehr lesenswerten und schönen Aufsatz »Warum ich kein Konservativer bin« beschreibt, dieses Fortschreiten, dieses sich entwickeln, dieses sich loslösen von alten Gewohnheiten und ein Fortschreiten hin zu mehr Freiheit. Und mehr Freiheit bedeutet eben, wenn Menschen nicht wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Rasse, wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder was auch immer man für schöne Diskriminierungsmerkmale sich ausdenken kann, keine Chance bekommen. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren, jetzt haben wir ganz viel Brennholz und Material zusammengetragen aus ganz verschiedenen Perspektiven. Zwei Unternehmer, zwei Wissenschaftler, gesellschaftspolitisch engagiert. Ich will Sie ins Gespräch bringen. Wir wollen das Ganze ein bisschen beschleunigen, wenn Sie einverstanden sind. Jetzt kommt der Hype für unsere Referenten hier oben und Mitdiskutanten. Ich gucke dann immer auf die Uhr und schlage vor, jeder hat 60 Sekunden Zeit für die Antwort, sodass einige von Ihnen drankommen, und bitte auch Ihre Fragen nicht als Co-Referate anlegen, sondern zack, zack und heftig ins Gespräch kommen. Wer möchte gerne als erstes
und sagen Sie auch, wen Sie jeweils fragen mögen. Okay, und also los geht's. Eine Frage an Herrn Schneider vielleicht. Das Problem der Diskriminierung habe ich jetzt nicht, bezog sich das auf unsere Gesellschaft? Wo sehen Sie da die Probleme überhaupt? Die habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Diskriminierung ist überall da, wo mit Zwang Leute von etwas ausgeschlossen werden. Das gibt es auch in unserer Gesellschaft. Natürlich bei weitem nicht so wie in Südafrika. Aber auch bei uns war es beispielsweise für Frauen durchaus bis vor kurzem nicht immer so ganz leicht, in bestimmte Positionen hineinzukommen. Weil Männer, also das gibt es ja heute noch in den Vorständen, das kennt man ja, weil Männer eben da der Ansicht waren, da braucht es keine Frauen. Ja, oder beispielsweise auch der Umgang mit Ausländern in unserem Land ist jetzt auch nicht immer so, dass da völlige Freiheit herrscht. Was mir aufgefallen ist, danke erstmal für die umfangreichen Erklärungen, dass Sie die Wette in der individuellen aktuellen Handlung, die Wette auf die zukünftige Wirkung, nicht thematisiert haben. Das ist ja viel bodenständiger, meiner Meinung nach. An alle. Hat sich keiner auf das Hier und Jetzt besonders kapriziert, sondern ziemlich im allgemeinen theoretischen gehandelt. Jede Handlung, die ich hier und jetzt wähle und ausführe, ist eine Wette auf die Zukunft und ist das mal reflektiert worden. Danke. Ja, dazu sage ich gerne etwas. Wir hatten ja zwei Unternehmertheorien schon behandelt. Die Schumpetersche, nach der ist der Unternehmer ein schöpferischer Zerstörer, und die Kirsnersche, nach der der Unternehmer eine Decke und Arbitrageur ist. Es gibt noch eine dritte, das ist die von Frank Knight. Knight, ein Professor aus Chicago, einer der Väter der Chicago-Schule. Er hat den Begriff der radikalen Unsicherheit geprägt. Wir müssen unterscheiden zwischen Risiko und Unsicherheit. Risiko, das ist quantifizierbare Wahrscheinlichkeit. Wir wissen dann vorher schon, dass wir eine 50-50-Verteilung oder eine 70-30 haben. Unsicherheit, da wissen wir noch nicht einmal das. Und den Unternehmer macht aus, oder einen bestimmten Typ von Unternehmer, dass er bereit ist, diese radikale Unsicherheit auf sich zu nehmen. Indem er Projekte anstößt, ist er dann selbst Quelle radikaler Unsicherheit und er absorbiert sie aber auch. Deshalb, ein Unternehmer ist bereit, größere Schwankungen in seinem Gehalt in Kauf zu nehmen, als die Mitarbeiter. Er absorbiert einen Teil dieser Unsicherheit. Und wir können sagen, was den Menschen zum Menschen macht, das macht ihn auch zum Unternehmer, nämlich mit dieser radikalen Unsicherheit umzugehen. Herzlichen Dank. Christian Jacken, mein Name. Eine Frage an Frau Dr. Schulze-Heuling, beziehungsweise falls Herr Schneider oder Herr Arns ganz kurz auch was dazu sagen möchten. Eine häufige Kritik von der politischen Linken in Bezug auf das Unternehmertum oder auf Unternehmer ist, dass Menschen oft eben kein Startkapital zur Verfügung haben und sie fordern dann im Sinne von Chancengleichheit oder mehr Chancengerechtigkeit, dass eben jedermann also ein gewisses Kapital irgendwie oder ein kleines Startkapital bekommen sollte, damit quasi da bei Unternehmern, bei Unternehmensgründern da mehr Chancengerechtigkeit besteht. Was meinen Sie dazu? Ja, die Krux ist an. Ja. Ja. Die Krux beim Unternehmertum ist ja, dass man sein eigenes Geld riskiert, dass man also möglichst gute Entscheidungen zu treffen bestrebt ist, weil man keine Lust hat, sein eigenes Geld mit schwarzer Kreide in den Kamin zu schreiben. Man kann das etwas eleganter als den Zusammenhang von Risiko oder Gewinnmöglichkeiten und Verantwortung beschreiben. Aber genau das würde durch diesen Vorschlag ja aufgelöst. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass das wirklich der Hinderungsgrund ist, warum Menschen, denen es unter den Fingern brennt, irgendwas Bestimmtes anzupacken, eine gute Idee haben, dass das wirklich der Hinderungsgrund ist, warum die nicht unternehmerisch tätig werden. Ja, danke schön. Ich schließe direkt eine Frage kurz an. Ich lasse Sie noch nicht aus dem Ruder. Sie haben es geschafft. Ja, toll. 44 Sekunden. Direkt die Zusatzfrage. Bei Managern ist das aber anders. Je schlechter ich bin, desto eher habe ich eine Chance, eine hohe Abfindung zu bekommen, zusätzlich zu dem Boni. Plus dann, wie man ja immer wieder lesen kann, erhebliche Pensionszusagen für die Zeit, wo ich anderen zuschaue, wie die Karre reinfahren. So würde Helmut Kohl das formulieren. Okay, und ich muss jetzt hübsch nett darauf antworten. Das ist bedauerlich.
Ja, man muss natürlich unterscheiden. Idealtypisch haben wir Unternehmen, die in privater Hand sind. Und da muss ich sagen, es ist nicht mein Bier. Solange ich keine Anteile an diesem Unternehmen habe, sollen die doch mit ihrem Geld nicht machen, was sie möchten. Das ist natürlich in der Praxis nicht immer ganz so schön privat organisiert und fein säuberlich getrennt. Aber an der grundsätzlichen Wahrheit dieser Antwort ändert das meines Erachtens nichts. Nur wenn Sie ein Schlecker sind, werden Sie gerettet. Werden Sie nicht gerettet, so rum, dann werden Sie nicht gerettet. Und wenn Sie ein systemrelevantes Unternehmen sind, sehr wohl. Das ist... Jetzt sind Sie drin. Mhm. Ja, das ist vollkommen falsch und idiotisch und wohlstandsvernichtend. Ungerecht finde ich es überdies. Aber da sind wir uns hoffentlich alle einig, oder? Weitere Fragen aus dem Publikum. Da hinten. Ist an, ja, gut. Kalle Kappner mein Name, genau. Es tut mir leid, ich muss noch mal eine Frage an Frau Dr. Schulze-Heuling stellen. Ja, Sie haben eben gesagt, dass das Problem in Deutschland ist nicht mehr die absolute Armut, sondern Menschen entwickeln Neidgefühle aufgrund von relativen Unterschieden in dem Vermögen. Sie haben gesagt, es wird umso besser, je vielfältiger die Gesellschaft wird. Also wenn wir eine vielfältige Gesellschaft haben, dann ist der Neid nicht mehr so schlimm, denn es sind die kleinen Unterschiede, die uns aufregen und nicht die großen. Diesen Mechanismus habe ich nicht genau verstanden. Inwiefern trägt die Vielfalt dazu bei, dass die Menschen weniger Neid verspüren? Warum genau das so ist, hat meines Wissens noch niemand so recht ergründet. Es ist einfach eine empirische Beobachtung, dass Gesellschaften, in denen es nur sehr geringe soziale und auch Abweichungen des Wohlstands gibt, sehr viel stärker von Neid geprägt sind als relativ wohlhabende Gesellschaften, in denen es auch viel mehr Freiraum gibt für individuelle Entfaltung. Also unsere Möglichkeiten, uns sozial zu unterscheiden, was den Kleidungsstil angeht, was unsere Hobbys angeht, unsere Lebensführung, sind sehr viel größer als in Stammesgesellschaften, um mal ein drastisches Beispiel zu nehmen. Herr Schütze hat eben das Buch Der Neid erwähnt. Ich nehme an, er meint das von Helmut Schöck, der ganz ausführlich darüber schreibt und auch beschreibt, wie idiotisch diese Rituale zur Neidvermeidung manchmal sind, was Menschen auf sich nehmen müssen, um dem Neid ihrer Mitmenschen zu entkommen. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und wenn das Thema dich interessiert, empfehle ich es dir zu lesen. Ja, herzlichen Dank. Man kauft sich ja auch das neueste Modell einer Automarke, die man präferiert, nur aus dem Grund, um denen zu imponieren, die man im Grunde gar nicht mag, den Nachbarn. Hat dann gesagt, ja, hier will unser Unternehmer aber direkt eine originäre Antwort noch bekunden. Ja, ich hatte über die Frage auch nachgedacht und mir mal ein Modell dazu überlegt. Gehen wir davon aus, dass Neid Menschen dann empfinden, wenn sie nicht zu weit voneinander entfernt sind in ihrem Einkommen zum Beispiel. Also wenn sie, sagen wir, plus minus 30% ihres Einkommens haben, dann sehen die sich noch und sind neidisch aufeinander. Aber jemand, der 10-mal so viel hat, da sind die dann gar nicht neidisch. Wenn das wirklich der Fall ist, dann ist eine ungleichere Gesellschaft, also eine mit einer steileren Verteilungskurve, eine, in der weniger Neidkonstellationen auftreten können, weil die Leute weniger in Sichtweite voneinander sind, und eine Gesellschaft, die sehr gleich ist. Und da haben wir ganz viele, die plus minus 30% voneinander entfernt sind. Also es kann ironischerweise tatsächlich passieren, dass eine ungleichere Gesellschaft weniger Neid ermöglicht. Und das müssen wir dann empirisch prüfen, ob das wirklich zutrifft. Nur ganz kurz, bevor ich Sie rannehme, auf Zuruf noch eine Frage. Ist da eigentlich ein Unterschied mental, wer will es beantworten hier in der Runde, zwischen unserem europäischen Kulturzusammenhang und dem transatlantischen? Amerika ist den Leuten völlig egal. Die finden das nacheifernswert, wenn einer Milliarden verdient. Darf auch gern pro Jahr, Herr Soros und ähnliche. Und hier in Europa wird das veröffentlicht und dann gesagt, oh, da müssen wir jetzt was tun. Das geht nun gar nicht, dass Herr Winterkorn 19 Millionen verdient hat. Ja, ein weiterer Gedanke dazu. In je mehr Dimensionen wir uns voneinander unterscheiden, desto schwerer lassen sich auch die Gesamtbündel vergleichen. Also nehmen wir zwei Menschen, die denselben Stundenlohn haben, und nun wird die Gesellschaft wohlhabender und es steigt der Stundenlohn. Die Leute können unterschiedlich darauf reagieren. Einige sagen, ich arbeite mehr, denn eine Stunde Freizeit kostet jetzt mehr, bei dem überwiegt der Substitutionseffekt. Und ein anderer mag sagen,
ich erreiche mein Zieleinkommen schon viel früher, ich arbeite weniger, da überwiegt der Einkommenseffekt. Und das ist also eine wohlhabende Gesellschaft und eine Gesellschaft, in der alle Akteure ihren Präferenzen folgen und gleichzeitig eine, in der die Ungleichheit zunimmt. Die Ungleichheit, wohlgemerkt, wenn wir sie nur in Einkommen bemessen. Wenn wir das gesamte Bündel betrachten, bestehend aus Einkommen und Freizeit, dann lassen sich die Gesamtgüterbündel gar nicht mehr so klar vergleichen. Wer hat sozusagen, was hat den höheren Wert? Viel Einkommen und wenig Freizeit oder umgekehrt wenig Einkommen und viel Freizeit? Hier haben wir die subjektive Wertlehre. Jeder muss das selbst entscheiden. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, die letzte, ja. Ja, ich meine, da gibt es vielleicht auch einen ganz anderen Erklärungsansatz. Vielleicht ist ja das Aufstiegsversprechen in den USA sehr viel glaubwürdiger eingelöst, als das in Gesellschaften ist, wo alles gleich gemacht wird. Wenn ich nur unter unzumutbaren Zuständen aufsteigen kann, zum Beispiel Mitgliedschaft in der SED oder so etwas, dann habe ich vielleicht den Leuten, die da weniger moralische Skrupel aufbringen, gegenüber größere Neidgefühle, als wenn ich gewisse Skrupel habe und dann immer in den USA sehe, dass da weniger Barrieren bestehen und ich zwar weiß, dass es schwierig ist, aber es auch andere Leute täglich beweisen, dass der Aufstieg möglich ist. Wäre ja auch ein Ansatz zu positiven Triebkräften. Herr Ederer noch. Ganz kurz ergänzend, ich glaube, dass in Amerika anders wäre als hier im großen Stil, ist einfach ein Märchen. In den USA ist das ähnliches Verhalten. Es ist auch nicht einfacher. Es gibt eine Regelgesetze in Amerika, da sind schon viele deutsche Unternehmer dran gescheitert, die glaubten, in Amerika könnten sie mal. Und haben festgestellt, es gab mehr Regeln als hier, bis hin zur genauen Einstellung entsprechend der Bevölkerung. So viel Indianer, so viel Schwarze, so viel Hispanos. Und wenn sie es nicht haben, gab es keinen öffentlichen Auftrag und. Da hält sich eine Mehr. Und auch die Reaktion der Bevölkerung ist durchaus ähnlich. Sie sehen das an der amerikanischen Steuergesetzgebung, was das Finanzamt dort darf, darf uns das noch lange nicht. Und das, wie gesagt, das sind so Mehrs, die sich so halten. Ist nichts. Ist genau wie hier die Bevölkerung, die Menschen reagieren genauso wie hier. Es gibt Leute, denen gönnt man es und anderen, denen gönnt man es nicht. Vielen Dank für diese Beiträge dazu, Frau Dr. Blaschke. Sie bilden ja doch mit einem berufsständischen Verband, könnte man kritisch sagen, eine Art Kartell. Denn es gab ja auch schon mal so Ansätze zu sagen, jetzt streiken wir einfach mal insgesamt, da wollen wir mal gucken, was das Gegenkartell, die gesetzlichen Krankenversicherungen machen und was die staatlich vorgeschriebene Körperschaft öffentlichen Rechts, die Kassenzahnärztliche Vereinigung so tut und ob wir nicht doch hinten als Unternehmer rauskommen, die ihre eigenen Tarife festsetzen können, also Wahlleistung, Grundleistung, Regelversorgung und so weiter. Ja, also das ist jetzt ein toller Rundumschlag, den Sie da anfangen. Da könnte ich auch einen ganzen Tag drüber reden. Sagen wir mal so, Kartellrecht. Sie spielen vielleicht auf das Korbmodell an, was wir mal angestrebt haben, was leider nicht so erfolgreich war und sich durchgesetzt hat, wie wir das wollten. De facto ist einfach so, wir haben eine Tätigkeit, wir bringen eine Leistung, die nur wir leisten können. Also ich behaupte jetzt mal, wir hatten vorhin schon eine kleine Diskussion darum, wirklich bohren und gut bohren können nur die Zahnärzte. Und ich denke, man sollte ihnen definitiv die Freiheit geben, dass sie auch eigenverantwortlich, und das können sie sehr wohl, verantwortlich damit umgehen, was sie tun und wie sie es tun und zu welchem Preis sie es tun. Und de facto gibt es natürlich die Möglichkeit, auch heute frei zu vereinbaren mit dem Patienten, welchen Preis die Leistung hat. Wir haben vorhin ein bisschen die Diskussion ums Geld gehabt und welche Währung denn die bessere Währung ist. Man kann natürlich auch in Leistung als sich zahlen. Also wir haben das vorhin ein bisschen durchphilosophiert, der eine ist der Steuerberater, der andere der Zahnarzt. Das sind Werte, die jeder einschätzen kann als solches. Aber nichtsdestotrotz ist ein Zahnarzt auch heute rein theoretisch in der Lage, wenn der Patient das auch möchte, einen freien Vertrag zu vereinbaren, muss sich dann aber auch loslösen von allen Kassenleistungen, sei es auch die privaten Versicherer, auch davon lösen. Weil auch da gibt es ja eine festgeschriebene Gebührenordnung, die sicherlich einerseits einen Rahmen vorgibt, aber trotzdem so viel Luft lässt, dass man auch eine freie Vereinbarung treffen könnte, wenn man es wollte.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu der Neiddebatte. Das hat mich so ein bisschen. Ja, ich kriege das ganz kurz hin. Genau. Ich fände die Diskussion vielleicht mal vom anderen Gesichtspunkt her interessant, und zwar vom Gesichtspunkt Glück. Weil das Neid, ich glaube, es beruht in vielen Dingen darauf, dass Menschen glücklich sein wollen. Und es gibt in unserer Presse, in unseren Medien, es wird uns vorgelebt, dass Leute, die mehr haben, mehr Geld haben, auch de facto glücklicher sind. Das wird als solches zelebriert. Ich weiß, dass es so nicht ist. Ich denke, das glauben Sie mir auch. Muss ich hier in dem Saal auch nicht erklären. Aber genau das ist so der Ansatz, wo man natürlich dann auch Neid sehr gut schüren kann und gewisse Leute eben auch vorgeben wollen, glücklich zu sein, und deswegen wiederum auch die Neiddebatte sich anlässt. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Blaschke. Das Thema ist sehr ambitioniert. Wir werden damit jetzt noch nicht heute am Ende kommen. Sie hat von Glück. Jeder ist seines Glückes Schmied, ist ja auch so ein Spruch, der da reingehört. Jeder ist der Unternehmer seines Lebens. Sie haben das Abschlusswort, und dann übergeben wir direkt, denn der Professor Wede ist wohl schon im Raum und startklar für seinen Vortrag. Wenn jetzt einer total durch die Ritzen fällt, müssen wir dann nicht von Seiten der Gesellschaft und auch der starken Individuen ein Minimum an Solidarität aufbringen, übersetzt, unvollkommen übersetzt, an Gleichheit wiederherstellen, damit der arme Teufel mitkommen kann und insofern einen bestimmten Bodensatz von Etatismus machen, allein auch schon aus ethischen Motiven? Ich glaube, ja, ich war schnell genug, da muss ich mal ganz schnell dazwischen fahren. Das ist ein ganz furchtbares und ich glaube, ich weiß nicht, scheinbar nicht auszurottendes Missverständnis in dieser ganzen Debatte um Gleichheit. Sie sagen, wenn jemand durch die Ritzen fällt und wirklich nicht genug zu essen hat oder keine grundmedizinische Versorgung oder sonst was, das hat ja nichts mit Gleichheit zu tun. Wir wollen nicht, dass alle Menschen gleich sind. Dann könnten wir auch sagen, es darf überhaupt keine medizinische Versorgung geben. Dann wären wir perfekt gleich. Oder man müsste irgendwie mit 39 Jahren biologisch wertvoll entsorgt werden oder sowas. Wäre alles gleich. Wir wollen doch, dass es Menschen gut geht. Gut geht es uns, wenn wir genug zu essen haben, wenn wir eine anständige medizinische Versorgung haben. Dann kann man sagen, gibt es so eine Form von egalitärem Nebeneffekt. Wenn wir das alle haben, sind wir in dieser Hinsicht gleich. Aber irrtümlich zu glauben, dass aus dieser Nebeneffektsgleichheit man auf Gleichheit als Ziel schließen darf, das ist eine absolute Verdrehung der Tatsachen, ein ganz großes Missverständnis in dieser Debatte. Das Gute für Menschen in ihrem täglichen Leben, was wir eben anstreben, kommt daraus, dass absolute Standards erfüllt werden. Schlicht und ergreifend daraus, dass es uns gut geht. Und das hat mit Gleich überhaupt nichts zu tun. Der Theologe gibt einverständlich seinen Segen, und damit übergeben wir an Sie, Herrn Professor Wede.